Das spanische Kochstudio. Spanischer Spezialitäten. Ah, yeah. Afranke kocht Spanisch. Afranke kocht Spanisch. Servus im spanischen Kochstudio. Pablo Bommel sagt Hallo. Heute bleibt die Küche kalt. Heute gehen wir mal richtig schön essen. Und zwar am Strand von Valencia. Es ist Februar, die Sonne scheint. Was will man mehr? Wir sind hier am Playa de Malvarosa und hauen heute mal richtig nein. Her mit der Karten, schauen wir mal, was der Wirt so zu bieten hat. Aber als allererstes haben wir einen Durst und den löschen wir mit Agua de Valencia. Leute, und wie immer dran denken, kochen ohne Alkohol macht überhaupt keinen Sinn. Wir kochen zwar heute nicht selber, aber ohne Alkohol macht das Leben einfach keinen Sinn. Also schauen wir mal wegen blöd nein, die Karten, was es alles gibt. Da Haufen Fisch und noch ein Fisch. Also Leute, bestellen wir halt einmal wegen fischige Sachen. Das Meer sah da kommt der Fisch hier raus. Naja, das Braut ist schon mal da. Wir starten mit Tomate Valenciano. Das ist ein Tomatensalat mit Tomaten aus Valencia mit Thunfisch. Da eine meiner Lieblingsgerichte, Patata Bravas, ähnlich wie Westernkartoffeln. Und da liegt er, mein Pulpo. Also ich liebe ja die Fangarme vom Pulpo. Weiter geht's mit Bondias. Das sind frittierte Babykalamar, sehr, sehr lecker. Und hier nochmal die Auflistung und ein Flug übers Essen. Leute, hauen wir rein und lassen es uns gut gehen. Der Pablo Bommes, der war's halt, wie es geht. Naja, das war's vom Essen soweit am Meer. Hier nochmal einige Impressionen, Eindrücke aus dem Hinterland mit Zitronen, Orangen, Mandarinen und Pampelmusen. Wie gesagt, es ist Februar, der Himmel ist blau, das Zeug, das blüht, schmeckt gut. Pablo Bommes, Servus.